In Dübendorf wurde die erste Schweizer Meisterschaft der Flugwaffe ausgetragen. Ein Wettkampf unserer Militärpiloten, die auch eine Reihe von theoretischen Fächern beherrschen müssen. Zum Beispiel den Flugzeugerkennungsdienst. Die Zeit für die Lösung der gestellten Aufgaben ist äußerst knapp bemessen. Und nach der Theorie kommt die Praxis, unter anderem im Schießstand, wo die Wettkämpfer mit der Pistole ihr Können zeigen müssen. Nicht immer sitzen Militärpiloten im Flugzeug, wenn sie den festen Boden verlassen. Im Geländehindernislauf wird in dieser Meisterschaft ihre körperliche Gewandtheit auf die Probe gestellt. Und in einer anderen Aufgabe ihre Fähigkeit, nach einer Fallschirmlandung zum Beispiel, mit irgendwelchen aufgefundenen Waffen sofort umgehen zu können. Doch das Fliegen spielt natürlich in einer Meisterschaft für Militärflieger eine besondere Rolle. Je ein Mann pro Viererstaffel hat ein schwieriges Akrobatikprogramm mit einer Bückermaschine durchzuführen, das der Kameramann an Bord eines Begleitflugzeuges aus nächster Nähe verfolgen kann. Unterdessen macht sich eine andere Patrouille bereit, mit Kampfflugzeugen neue Aufgaben zu lösen, zu denen eine Aufklärungsübung gehört. Einer der Piloten wird einen bestimmten Punkt im Gelände aufzuspüren haben. Vorher aber gilt es, gemeinsam zu einem Verbandsflug zu starten. Jeder Pilot fasst ein Flugzeug, das ihm das Los zugewiesen hat, nicht die gewohnte, ihm völlig vertraute Maschine. Zuerst wird der Schleudersitz entsichert, die Druckkabine geschlossen, die Sauerstoffmaske angezogen. Bereit! Mit der Startpatrone setzt der Pilot die Ansaugturbine in Funktion. Das Brennstoffgemisch entzündet sich. Der Staffelführer fordert drahtlos die Starterlaubnis an. Mitten in einer Viererpatrouille machen wir den Verbandsflug mit, in dem bestimmte Formationen geflogen werden müssen. Kaum waren wir über dem Mittelland, sind wir schon über den Bergen und erleben, dass unsere Kampfflugzeuge nicht nur schnell, sondern auch sehr wendig sein müssen. Aus der geschlossenen Formation lösen sich die Piloten in genau vorgeschriebener Weise zu Angriffen auf Bodenziele. Einem anderen Piloten begegnen wir bei der Aufklärungsübung. Die lebendige Karte unter ihm und die Karte auf seinen Knien muss er genau zu lesen verstehen, um den winzigen Punkt zu entdecken, den er im Gelände aufzuspüren hat. Höchste Konzentration, sicherste Beobachtungsgabe sind nötig, um in Sekundenschnelle das Beobachtungsziel, die Scheune am Wegrand, zu erfassen. Ein anderes Flugzeug macht sich zu einer neuen Aufgabe bereit. Schießen mit Bordkanonen. Ohne sich mit der ihm unvertrauten Maschine einschießen zu können, muss der Pilot seine Salve abgeben. Unter den aufmerksamsten Beobachtern sind Oberstdivisionär Primo und Oberstbrigadier Toller. Gleich werden wir sehen, wie der Pilot selber das Schießen erlebt. Die Kanonen sind starr eingebaut. Der Pilot zielt mit der ganzen Maschine. Er wird nur mit zwei statt mit vier Kanonen schießen. Die Treffermöglichkeit wird kleiner sein. Trotzdem sitzt die Garbe im winzigen Zielquadrat.
Sofort nach dem Schießen muss die Maschine wieder aufgerichtet werden. Je zwei Piloten pro Viererpatrouille haben diese Aufgabe durchzuführen. In Dübendorf summieren sich die Resultate. Die letzten Punkte sind durch eine korrekte Landung zu gewinnen. Dann ist der Wettkampf, bei dem alle Piloten ihre hohen Fähigkeiten bewiesen haben, zu Ende. Der Chef der Siegerpatrouille ist Hauptmann Strobler. Er hat mit Adjutant Streuli, Oberleutnant Stößel und Wachtmeister Kuhn die erste Schweizer Meisterschaft der Militärpiloten gewonnen. Dieses Ungetüm ist eine Napalm-Feuerbombe von über 400 Kilogramm Gewicht, die hier an einem Düsenjäger sorgfältig befestigt wird. Eine 400 Kilo Sprengbombe. Ein Anhänger mit Raketengeschossen, 16 pro Flugzeug. 30 mm Minenbrandgranaten für die vier eingebauten Kanonen. Wozu aber alle diese seltsamen Vorbereitungen? Staffelrapport. Es geht um eine Übung des Fliegerregiments 2 unter Leitung des Kommandanten der Flugwaffe. Scharfschießen in einem Gebirgstal. Die Piloten kennen ihren Auftrag. Geflogen wird in Doppelpatrouillen von vier Flugzeugen. Eine schwere, verantwortungsvolle Aufgabe lastet auf ihnen. Und doch in jedem dieser Piloten ist seit der Bubenzeit auch jener unwiderstehliche Drang zum großen Abenteuer lebendig geblieben, zum Fliegen. Die entfesselten Kräfte werden in rasante Startschnelligkeit verwandelt. Denn jetzt ist es bedeutend schwieriger, das Flugzeug vom Boden abzuheben als ohne Lasten. Das Starten aber wird nicht das einzig Tückische sein, das die Piloten erwartet. Sie werden nun beweisen müssen, was sie gelernt haben. Fertig zu werden mit hinterlistigen Winden, mit Wolken und Nebel, mit Felsschründen und Hochspannungsleitungen. Überall werden Gefahren lauern. Aber auch jene unsagbar herrliche Berg- und Himmelslandschaft erschließt sich ihnen, die für eine kurze Weile ganz ihnen gehört. Zum Anflug nützen die Flieger die Tarnung der Berge und Hänge, damit sie nicht vorzeitig vom Radar des Feindes entdeckt werden. Hier gilt es mit äußerster Konzentration, das schwierige Gelände zu beobachten. Bereit zum Angriff. Langsam kippt der Pilot über den Flügel ab und stürzt sich zielwärts in die Tiefe. Ein Jäger schießt eine Serie Raketen ab. Eine Huntermaschine, Granatfeuer von Kanonen. Auch Flugzeuge suchen wie Soldaten nach erfolgtem Angriff Deckung auf. Neuer Angriff, Abwurf von 8 gebündelten 50 Kilo Splitterbomben. Diese Maschinen tragen 200 Kilo Bomben ins Ziel. Nun die mächtigen 400 Kilo Bomben in ca. 1500 Meter Zielhöhe ausgelöst. Zum Abschluss eine Venom-Staffel mit 400 Liter Napalm-Feuerbomben. Sie werden im Tiefflug ins Ziel geworfen. Demonstriert hier unsere Flugwaffe ihre Schlagkraft und Zuverlässigkeit.